Hey Leute, herzlich willkommen zurück in den Ruinen, Ebene 1. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ganz schön teilweise auf die Fresse gekriegt, finde ich zumindest. Also ich finde, so richtig überzeugend war das nicht, was wir hier abgeliefert haben. Also entweder haben die Gegner hier ein Monster-Level, was deutlich über unserem Level liegt, oder aber wir sollten mal ein bisschen mehr in die Rüstung investieren. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Oha. Ja, Vorsicht, in dem Blitz sollten wir vielleicht nicht unbedingt stehen. Ja, töte erstmal den einen hier. So, ey, verzieht euch doch einfach alle, ey, das gibt's doch nicht. Ja, die machen aber echt gut Damage. Aber man kann es noch einigermaßen einschätzen. Wusste ich doch, dass da noch einer ist, ey. Ho. Schon ziemlich krass, wie die sich einfach unsichtbar machen, rennen sie hier durch die Gegend und doof sind sie auch nicht, Leute. Die gehen echt teilweise immer auf uns. Also nicht auf unseren Templer oder so, sondern immer schön auf Diana rauf. Hm. Ich frage mich, ob wir jetzt hier... Ah, hier ist eine Truhe auf jeden Fall. Hier kommen wir scheinbar nur hierhin, wo wir schon mal waren. Der Ring der Löwen macht wieder mal Stärke, oder? Jo, 5 Stärke. Sind jetzt nicht so wichtig für uns. Scheint aber sauber zu sein hier. Soweit man das sagen kann. Ja, alles easy hier. Okay, also müssen wir doch dort hinten weiter. Hier war auch nichts, oder? Nee. Hm. Na gut. Bin ich mal gespannt, was hier noch so auf uns wartet. Ob es hier noch eine zweite Ebene gibt. Ich meine, das heißt immerhin Ebene 1. Das hätten die sich sonst ja schenken können, wenn es eh nur eine Ebene geben würde. So, erstmal diese blöden Insektenschwärme da hinten wieder. Also die stellen eigentlich keine Gefahr dar. Und der Templer, Glückwunsch, Level 17, Asse, toll gemacht. So, die wurden gebrutzelt, können also zum Nachtisch gefressen werden. Ordentliche Portion Proteine hier, warum nicht? Ich fand es früher immer so geil bei Diablo 2, wenn so ein Insektenschwarm so ein dickes Zweihänderschwert gefallen hat oder so, fallen gelassen hat. Bla bla bla, quatsch mir nicht immer so voll, ey. Wir wollen ja kämpfen und nicht irgendwie eine Beziehung aufbauen oder so, also halte ich mal ein bisschen zurück. Kannst dich an die Verzauberin ranmachen, die fandst du doch eh so heiß. So, da hinten ist die nächste Truhe und die scheint noch nicht mal bewacht zu sein. Wie unachtsam. Ah, da hinten kommen aber wieder ein paar Schlangenmagi. So. Nur eine Picke war da drin. Okay, die braucht natürlich kein Mensch. Und hier geht's jetzt einfach so mitten in den Sand rein, oder was? Mitten in die Wüste. So. Die haben wir ganz gut jetzt aufgehalten. Sehr schön. So muss es sein. Was ist hier links noch? Hier geht's scheinbar auch noch weiter. Ach ja, glaubt man nicht, dass ich euch übersehen habe, Leute. Wow. Einmal einfrieren. Besser ist es. Und du kannst dich verziehen. Na, immerhin jemand eine Heilsphäre gedroppt. Aber sonst weiter nichts gedroppt. Ey, man kann die auch nicht treffen, wenn die unsichtbar sind. So, erstmal den Schwarm eingefroren. Sterbt! Geht doch. Ja, jetzt geht's scheinbar wirklich hier lang, oder was? Jetzt weiß ich nicht, was da hinten war. Komm, den auch nochmal zerstören, den Zeremonientisch hier. Hm. Okay, hier geht's auch noch weiter. Oh, da ist schon wieder... Ja, okay, okay. Ja, ich hab's ja verstanden, dass du mich nicht magst, du scheiß Turm. Ach, und die kommen auch noch dazu, oder was? So. Ach, sieh mal einer an, da sind ja noch mehr. Boah, ja, sicherlich, sicherlich, sicherlich. Komm, ihr könnt euch mal eben hier hinstellen und ich kümmere mich dann um euch. So, wo haben wir das Ding da hinten? Ah, kaputt. Boah, um Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht so. Komm schon. Hui, okay. Ja, danke, der Typ hat mich endlich mal geheilt. Wozu hat er auch von uns die Fähigkeit bekommen, wenn er sie sonst nie einsetzt, der Idiot. Oh. Vorsicht, Magi mit Teleport. Uiuiui. Verzieht euch. Ich frage mich, ob die Unix sich nicht unsichtbar machen können. Ah, oh, da ist er. Zum Glück hatte ich noch mein
Dingens, was ich aktivieren konnte. Meine Rüstung. So, ich kann auch gleich nochmal hier die vereisen. Und wenn sie das nächste Mal bereit sind, genau, kann ich nochmal das machen. Oh, shit. Zum Glück ist die Rüstung schon wieder bereit. Also, was würde ich nur ohne die Rüstung machen? Schon ganz gut, dass wir die ausgerüstet haben. Da stehen wir definitiv ein bisschen sicherer als ohne. Eine Fellhose? Hose. Eine Hose. 34, ne, ist weit unter unserem Niveau inzwischen. Und wie wir gesehen haben, brauchen wir ja langsam aber sicher ein bisschen Verteidigung. Ich bin in meinen jüngeren Jahren selten weiter als in die Westmark gekommen. Nachdem der Orden mich aufgenommen hat, gab es kaum Gründe zu reisen. Ja, das ist ja traurig. Hast also noch nicht viel gesehen von der lieben weiten Welt. So, wir sind mal wieder im Kreis gelatscht. Oh, wie sehr ich mir jetzt meinen Teleport wünschen würde. Na gut, wir gehen einfach mal hier rum. Ich glaube, hier rum ging es ein bisschen schneller. Ja, hier unten, ich weiß gar nicht, gehen wir einfach nochmal hier lang. Wer weiß, ob hier jetzt einfach nur ein Raum ist oder ob wir dort auch noch nicht waren. Nee, hier scheint es doch noch ein bisschen weiter zu gehen. Was ist hier los? Die Ruinenebene 2, okay, also hat sich die Frage damit auch beantwortet, ob es noch eine zweite Ebene gibt. Ich schaue mal eben gleich auf die Map. Ja, dort unten kommen wir scheinbar nicht hin. Wahrscheinlich kommen wir dann dorthin, wenn wir jetzt hier die Ebene zu 2, die Ruinenebene 2 machen. Nee, ist eine neue Map, okay. Aber hier ist schon mal eine Truhe. Das war schon mal ein Anfang mit einer Haube, wow. Und ein Gold, wow. Nicht alles auf einmal ausgeben. Oh nein, nicht schon wieder so ein bekackter Turm. Wusste ich's doch, ey. Diese scheiß Spinnen wieder. So, erstmal die killen und dann uns um den Wachturm kümmern. Boah. Okay, das ist eine gute Strategie, wie wir es jetzt machen. Man lernt ja auch dazu, ne? Wenn man die Gegner dann ein paar Mal öfter gesehen hat, weiß man ja, worauf man achten muss. Wenn man die zum ersten Mal sieht, ist es natürlich immer alles ein bisschen schwierig. Na komm, wo bleiben die Spider? Geht doch. Ah, sehr schön, der Templer kümmert sich direkt schon darum. So, Spinnen kaputt. Und Wachturm ebenso. Nice, das ist doch mal gutes Teamwork, lieber Templer. Ich wusste, im Kern bist du ein Guter. Und ups, hier geht's nicht weiter. Aber da kommen Albtraumhafte. Vorsicht. Ah, zack, einmal kurz einfrieren. Ah, jetzt kommen da auch noch die Spinnen an. Wollen wir die einfach mal wegkatapultieren? So, ja, ich sollte mich trotzdem jetzt nicht treffen lassen. Denn durch Albtraumhaft ist das immer ein bisschen mies. Dann haut man ja ab, obwohl man gar nicht will. Einmal einfrieren, bitte. Boah, Vorsicht. Okay, sehr schön. Die können ich nochmal wegcrashen. So, nice. Ein abenteuerlicher Dolch. Ich weiß nicht, ob der es irgendwie... 20-2, naja, nicht ganz so toll. Der wird auch zerstört. Gut, da oben war auf jeden Fall noch ein Turm. Denn wo sonst sollen die Spinnen ja herkommen? Oh, gut gemacht sogar. Zerstört, bevor die... Ey, selbst diese Viecher machen ganz schön Schaden an uns. Zerstört, bevor der überhaupt Spinnen anlocken konnte. So. Hm. Noch gar keine Magier hier unten angetroffen. Aber glaubt mal, Leute, ich denke, auch die werden sich ja gleich noch blicken lassen. Was für ein Kaiser würde sein Volk so leiden lassen? Ich habe das Gefühl, dass die Dinge in Caldeum nicht ganz so sind, wie sie erscheinen. In der Tat. Wir stehen schließlich dem Herrn der Lügen gegenüber. Stimmt, ja. Wahrscheinlich ist der Kaiser von Belial besessen. Ach, sieh mal einer an. Hinter uns war noch so ein Schwarm, oder was ist hier los? Einmal die Rüstung aktiviert. Sicher ist sicher, Leute. Ich muss sagen, die Rüstung hält auch eigentlich recht lang. Und die Abklingzeit ist auch nicht so hoch. 15 Sekunden und sie hält ja 6. Also das ist in Ordnung, das Verhältnis. Hm, der Gürtel hier 36. Nee, behalten wir erstmal den gelben. Der hat immerhin noch ein bisschen mehr Stats. So, Heiltrank. Ah, okay, hier haben wir wieder den nächsten Wachturm. So, die frieren wir mal eben ein. Und komm, wir machen einfach so. Warum auch nicht?
Man gönnt sich ja sonst nichts. Kein Champion mehr hier bei der prächtigen Truhe. Das kann ich ja noch nicht so ganz glauben. Und ja, eine Menge blauer Gegenstände. So lobe ich mir das. Was gibt's denn hier? Einmal einen magischen Gürtel. Boah, Vorsicht, wir werden angegriffen. Augen auf im Straßenverkehr. Oder bei Diablo 2. 32 mit 1 Vitalität und... Ah komm, die ziehen wir an und dann kann ich die anderen an meine Dämonen... Oder? Ah, ich weiß nicht. Vitalität, Geschick... Ah nee, kommen wir... Oder? Ja, doch, kommen wir, nehmen Vitalität. Ist wichtiger für uns. 3 Intelligenz, ein bisschen schlechter, schade. Und hier, die hat auch Geschick. Ah, die Dämonikerin hat ja die Special-Umhänge. Also behalten wir die natürlich auch an. So, im Blocker, okay. RZ, der Blasphemische. Wow, das nenne ich aber mal einen ordentlichen Block. Wow, shit. Den Bengel habe ich echt nicht kommen sehen. Hier vorne ist gleich auch schon wieder irgendwo einer, habe ich schon gesehen. Vorsicht, Säule fällt. So, oha, 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 oha. Jetzt habe ich ein Problem. Leute, lasst mich hier raus, ey, das gibt's doch nicht. Ey, zum Glück hatte ich noch meine Dingens bereit. Zack, und da ist er auch down. Boah, das hätte auch ins Auge gehen können gerade. Handschuhe mit 30? Nee, die haben definitiv weniger Intelligenz als unsere. Und das bedeutet dann auch weniger Schaden. Oha, da ist wieder der nächste Turm. Tja, noch nicht mal eine Spinne konntest du beschwören, du Anfänger. Ah, Gott! Boah, wie die einen hier immer in den Hinterhalt locken, ist echt mies. Einer lebt noch. Zwei leben noch. Was? Und wo kommen auf einmal die Fliegen schon wieder her, ey? Mann, 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 ey. Schon ein bisschen Überraschungsmoment hier gerade ausgenutzt von diesen elenden Zauberern, ey. Einer ist noch, oder? Ja, wusste ich's doch. Ich glaube, man sieht deren Augen, wenn sie unsichtbar sind. Oder das war gerade in der Phase, wo er sich wieder sichtbar gemacht hat. Boah, da crasht der Templer aber gleich direkt los. Eine Fliege auf sie! Würde ich auch so machen. Wenn ich denn ein Nahkämpfer wäre. Naja. Die Verzauberin ist recht faszinierend, findet ihr nicht? Oh, da schwärmt aber einer. Redet ihr nicht mit ihr und lasst sie wissen, was ihr fühlt. Was? Nein, ihr missversteht mich. Ja. Das meinte ich doch gar nicht. Nein, du doch nicht, du kleiner Schlingel da. Templar plus Verzauberin. Oh, noch eine normale Truhe. Ja gut, die prächtige Truhe haben wir eh. Ich glaube, hier wird jetzt sonst nichts Großes mehr kommen. Ey, Moment, war da gerade ein Unik? Nee. Doch, es war ein Unik. Also können diese scheiß Uniks sich doch verzaubern. Unsichtbar machen. Ihr wisst, was ich meine. Und einmal... Oh. So, einmal gerade mal schnell abgehauen, ey. Der mit seinem scheiß Vortex... ich sollte mal eben das hier aktivieren. Oh, da hat er mich wieder zu sich gezogen. Ich warte immer noch. Aber wir konnten zum Glück ihn wegdrängen. So, da kommt einer. Der Unik, ja, muss ja auch irgendwo in der Nähe sein. Ja, da macht er uns wieder mit Vortex da gleich mal. Ja, wenn man erstmal darauf gefasst ist, ne, dann weiß man ja auch, was passiert, aber... Dass der Typ einfach so unsichtbar hier durch die Gegend rennen kann, das fand ich mies. Und das war ja auch eigentlich die Sache, von der ich dachte, dass das nicht möglich ist. Weil bisher habe ich noch keinen unsichtbaren Unik gesehen gehabt. Aber gut. Die lassen sich halt immer fiese Sachen hier einfallen, damit sie Jana an die Wäsche können. Wer kann's ihn verübeln? Leute, wer kann's ihn verübeln? Da kommt schon wieder die nächste Horde. Ah, so. Zwei müssten noch leben, oder? Nee, waren nur 3. Okay, ich dachte, das wären 5 gewesen. Naja, man kann sich ja mal irren. So, also das Dungeon hier ist ja echt ziemlich groß. Der Dungeon. Und Teil von Kanes verlorenen Reisebibliothek. Sehr schön. Belial, der Herr der Lügen. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den 7 Übeln. So wie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete.
Ja, das ist schlecht gewesen für uns, würde ich mal sagen, wa? 20 Gold nehmen wir natürlich mit. Und ja, hier sind immer noch die stechenden Winden. Winde. Hier wird wahrscheinlich aber nichts mehr sein, da wir jetzt ja schon den einen Dungeon dort komplett ausgeräumt haben. Glaube ich eigentlich nicht, dass es hier noch irgendwie einen zweiten gibt. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Mal schauen, ob das hier in den stechenden Winden dann überhaupt noch weitergeht. Weil wir müssten doch jetzt... Oh, hier nochmal die Reisebibliothek. Sehr schön. Asmodan, der Herr der Sünde. Das Walrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt auf den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. So Leute, wir haben jetzt übrigens den Außenposten hier gefunden. Und ich würde mal sagen, wir gehen dann nochmal hier kurz nach hier vorne. Dann werden wir wahrscheinlich auch das angerechnet kriegen. Genau. Neu spricht mit Leutnant XY. Ich werde nochmal schnell in die Stadt reisen. So, verstecktes Lager. Und dann packe ich hier ein paar Items rein, von denen wir überlegt hatten, die weiterzugeben. Und zwar einmal das hier mit dem Geschick. Irgendeine Rüstung war doch auch noch hier mit... Ne, eine Hose, oder? Ne, hä? 7 Stärke. Was war denn das nochmal? Lass mich schauen. 1 Intelligenz. 3 Intelligenz. Was war denn das mit Geschick? 11 Stärke. Nein, nein, nein. Ach, das kann auf jeden Fall auch hier rein. Muss ich mal schauen, ob wir das verkauft kriegen. Ach genau, das Amulett war es ja, was wir weitergeben wollten. Und... die Rüstung, schaue ich mal, ob sie die brauchen kann. Ich meine aber, der Umhang ist besser. Und ja, wir zerstören dann einfach mal die restlichen Sachen hier. Die brauchen wir nämlich nicht, würde ich sagen. Kann alles weg, meinetwegen. Und ja, die Verzauberin, der Gegenstand. Jeder Treffer brauchen wir eigentlich auch nicht, wir haben eh den Templer. War wahrscheinlich eh kein allzu krasser Gegenstand. Gut, Leute, dann werde ich hier an dieser Stelle für heute erstmal die Aufnahmesession beenden. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Diablo 3. Bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag. Ciao.